Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist in meiner Zeitrechnung Ostersamstag. Unser Auto hat heute neue Puschen bekommen und in der Zwischenzeit waren mein Mann und ich gegenüber im DM. Und da habe ich natürlich ein bisschen was gestöbert. Das ist die Einkaufstüte. Ich habe aber auch noch zwei, drei andere Einkäufe und heute ist ein Gewinn hier eingetrudelt. Yay, das zeige ich euch auch noch. Wir fangen aber gleich erstmal mit DM an. Wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Ja, wie gesagt, es ist Ostersamstag. Lisbeth ist mit am Start. Ich bin ein bisschen pappensatt. Ich habe nämlich seit langem mal wieder einen Kuchen gebacken. Und ich nutze gerade mal ein bisschen die ruhige Phase, weil unsere Nachbarn im Innenhof sehr aktiv sind und irgendwelche Bretter und Möbel abschleifen. Jetzt ist aber gerade Mittagsruhe, ne? Sagt die WHO, die wandelnde Hausordnung. Und die Zeit nutze ich, um euch den Haul zu zeigen von heute. Also wirklich taufrisch. Es sind sogar ein paar Sachen von meinem Mann mit dabei. Er hat den Einkaufszettel mit vervollständigt. Aber natürlich hauptsächlich Sachen für mich. Und es ist diesmal, ist ja bei mir eher selten, ist kein Haushalt dabei, kein Food, soweit ich weiß. Ein bisschen dekorative Kosmetik. Aber wir gehen da mal durch. Lissi. Mäuschen, musst du nicht flattern gehen, so. Durch die Tüte gehen wir gleich. Ich habe noch ein paar größere Sachen hier mit drin. Damit fangen wir mal an. Und zwar, wir haben ja kein Penny mehr. Und als mein Mann heute Morgen unter der Dusche stand, dachte ich so, na, er wird ja bestimmt noch mal Rasiergel brauchen. Habe ich euch ja neulich schon mal erzählt, Sven braucht ja so sensitiv ein Rasiergel. Gel, nicht Schaum. Mit Schaum brauchst du meinem Mann nicht zu kommen. Und da hat er sich ausgesucht, die Balea Eigenmarke, mein Stabsparfuchs. Natürlich, aber wir hatten ja auch die Penny Eigenmarke. Aber wichtig ist, sensitiv für ihn, für seine Zartmännerhaut. Nein, er hat, wie gesagt, ein bisschen Probleme mit seiner Haut. Er hat sehr ölige und fettige Haut. Und wie gesagt, wir hatten ja auch das Akne-Problem schon und deswegen ist das, damit kommt ja gut klar. Wir hatten das Balea Rasiergel auch schon. Und wenn meins aufgebraucht ist, werde ich das auch mit weiterverwenden. So, und dann habe ich mir mal mitgenommen hier die Grapefrucht. Das ist dann quasi die Kaufentscheidung gewesen. Softe Reinigungstücher. Ich nehme die zum Swatches entfernen. Obwohl im Moment habe ich mir aus dem Lidl mitgebracht Babyfeuchttücher. Und zwar, ich glaube, die ohne Öl. Aber hier ist Grapefruit mit dabei. Mit Grapefrucht, Duft. Ist ein Cent-Artikel. So, Sven brauchte Zahncreme. Er ist da im Gegensatz zu mir wenig anspruchsvoll. Aber hier Stiftung Warntest. Ne? Gut, passt. Damit er sich seine Beißerchen putzen kann. Und dann brauchte er noch ein, oh, da bin ich aber erstaunt, dass er jetzt tatsächlich mal ein Nivea genommen hat und nicht die Eigenmarke. Wie gesagt, mein Sparfuchs. Ich sehe auch übrigens ein bisschen wild aus, ne? Ich hatte eigentlich nicht vor, heute Videos zu drehen und ich habe auch mein Make-up nicht nochmal aufgefrischt. Ein bisschen aufgefrischt, aber nicht viel und das auch schon ein bisschen her. Und ich habe heute Maske getragen, ne? In dem Einkaufszentrum, wo wir waren, da hatte natürlich nichts auf, aber der DM und der Rewe, ne? Aber ich habe mir kein Gesichtswasser mitgenommen. Wir brauchten nur noch ein bisschen Sahne für den Kuchen. Und ja, hat er sich das Nivea, den Deo Roll-On mitgenommen. Ich glaube, den hat er auch schon gehabt. Ja, ist ein schöner Duft. Für einen Mann. Active Protect. Ja, antitranspirant. Ich denke, das ist kein Deodorant. Ich hole mir mal meinen Stuhl hierher. Dann kann ich das nämlich dahin legen. Sonst mühle ich mich hier ein. So, und dann habe ich etwas mitgenommen, das ich im letzten Jahr nicht gekauft habe. Nee, warte mal, was haben wir denn hier noch? Ach, für unsere Zahnbürste. Bürstenaufsätze. Zwei Stück. Und er hat gesagt, wir gucken jetzt nochmal bei Amazon. Da gibt es das, glaube ich, auch günstiger. Das sind jetzt nur zwei, damit wir was da haben. Und wie gesagt, dann gucken wir noch bei Amazon. Wir kaufen die eigentlich immer bei Amazon. Ja, und dann
letztes Jahr war das, glaube ich, so der große Einkaufsrenner, das Dupe zu der Bum Bum Cream, die ich übrigens auch zufälligerweise gerade da habe. Body Cream Copacabana, da gab es, glaube ich, auch die Handcreme dazu. Da habe ich ja jetzt nochmal ein Backup gekriegt. Und auch ein, gab es da ein Duschgel oder eine Bodylotion? Ich glaube ein Duschgel, ne? Und ich finde, die riecht schon ganz schön. Also der Duft kommt mir natürlich, jetzt habe ich die Creme im Deckel. Der Duft kommt mir sehr bekannt vor. Von der Handcreme natürlich, die hatte ich ja letztes Jahr. Also was mache ich denn jetzt hier als erstes? Ich will das ja jetzt hier auch nicht gleich auf dem Sofa hängen haben. Wir werden das gleich mal vergleichen mit der Copacabana. Nee, das ist ja hier die Copacabana. Das andere ist ja die Bum Bum Cream. Also hier machen wir die Copacabana drauf. Von Balea. Die ist schön soft. Braucht einen kleinen Moment zum Einziehen. Macht ein schönes, durchfeuchtetes Hautgefühl. Das, was ich jetzt so das erste Mal auf dem Handrücken merke. Und sie riecht schon sehr stark, ne? Und das habe ich mir neulich bei Douglas geschossen. Das ist so ein kleines Reiseset. Ich finde das Täschchen auch sehr süß dazu. Und zwar ist das ein Body Mist, ein Duschgel. Ist das ein Body Mist? Sol Janeiro Brazilian Crush Spray. Das ist ein Body Mist. Dann haben wir hier ein Shower Gel, also ein Duschgel und eine kleine Bum Bum Cream. Die riecht, glaube ich, anders, ein bisschen anders. Die ist auch von der Konsistenz her ein bisschen anders. Die Balea ist sehr creamy gely. Die ist sehr creamy. Also die andere ist, glaube ich, ein bisschen geliger. Und sie riecht ein bisschen feiner. Die von Balea ist schon sehr stark parfümiert. Das Hautgefühl ist auch sehr angenehm, zieht ein bisschen schneller ein. Oh, die riecht schon anders. Doch. Die riecht. Der Duft ist abgestimmter. Der Duft von der Copacabana ist sehr plakativ und sehr stark. Der ist ein bisschen softer, ein bisschen besser abgestimmt. Aber da ist ja auch ein preislicher Unterschied dazwischen. Aber der gefällt mir besser. Das war eine Douglas-Bestellung. Ich glaube, das hat 19,99 gekostet, das Set. Wenn es das noch gibt, verlinke ich euch das mal in der Infobox. Und als zweites Teil in dieser Bestellung, das greife ich jetzt einfach mal vorweg, habe ich neulich, glaube ich, irgendwie schon mal in einem Video erwähnt. Jetzt, wo Becker die Schotten dicht macht, habe ich mir noch einen Bronzer geholt. Und zwar ist das der Sunlit Bronzer in Capri Coast. Ich habe neulich gesehen, es steht, glaube ich, demnächst wieder lieferbar, aber ich glaube, er ist im Moment nicht mehr verfügbar. Und ich weiß auch nicht, ob er wirklich nochmal bei Douglas reinkommt. Aber den trage ich heute auch. Ich mag den echt gerne. Schade, dass ich ihn jetzt erst entdeckt habe. Aber das war meine Douglas-Bestellung und die hat gleich noch was zu tun mit dem, was noch kommt. Aber wir machen erstmal mit DM weiter. Also wir waren bei der Copacabana-Creme. Die ist nicht schlecht. Der Duft verfliegt Gott sei Dank auch ein bisschen. Der ist nicht mehr ganz so intensiv. Aber der ist, ja, der ist ein bisschen schöner. Der ist ein bisschen fruchtiger. Der ist ein bisschen süßer. Und plakativer, wie gesagt. Okay, und dann machen wir uns mal in diese kleine Tüte hier. Im Aufgebraucht habe ich euch gezeigt, die Balea Tuchmaske Milky Kokos. Die finde ich richtig, richtig gut. Die macht die Haut schön satschi, die durchfeuchtet gut. Und das Serum da drauf ist wirklich so milky und creamy. Und das ist eine wirklich schöne Tuchmaske. Und da habe ich mir jetzt gleich mal einen kleinen Vorrat hingelegt. Ich weiß, ich wollte eigentlich keine Tuchmasken mehr und ich habe ja auch noch genug, ne? Aber ich komme da nicht dran vorbei. Und dann habe ich mir noch mitgenommen von Balea die Hanftuchmaske. Intensive Feuchtigkeit mit Hanfsamenextrakt und Hyaluronsäure. Hanf ist ja so ein trendy Ingredient, also so Inhaltsstoff. Hanf mögen sie ja alle ganz gerne. Die habe ich aber, hatte was auf meiner Liste. Da ist es, was aus dieser Reihe ist. Also
so schnell wie ich heute durch den DM war, ne? Ich hatte schon online mir alles zusammengestellt, dann hat es meinen Warenkorb gestern Abend noch gelöscht, dann habe ich versucht, das wieder so ein bisschen herzustellen und ich glaube, ich habe alles, was ich wollte. Und auf meiner Liste, also den habe ich heute, das habe ich abgearbeitet, Sven hatte sich seine 3-4 Sachen geholt und bewachte danach den Korb. Und ich bin durch die Gegend geflutscht und habe gesagt, lach mich nicht aus, ich brauche das alles. Und an der Kasse schluckte er dann so, sagt das ist so viel. Ich sage, ja, es sind 2-3 teure Sachen dabei. Aber auf jeden Fall stand auf meiner Liste auch das Teilchen hier. Und da war die Maske natürlich daneben und dann habe ich die auch noch mitgenommen. Und zwar ist das Balea Hanf gefeste Gesichtsreinigung, Feuchtigkeitsspenden mit Hanfsamenöl, pH hautneutral für sensible Haut. Ich habe ja neulich schon mal eine ausprobiert. Die hatte ich euch, glaube ich, im Aufgebraucht oder so gezeigt. Oder habe ich die im Haul? Ich weiß es nie. Im Aufgebraucht muss ich euch das gezeigt haben. Die habe ich bei Amazon entdeckt und die wurde so hoch gelobt. Und das war so auch mit natürlichen Inhaltsstoffen, naturnah, Kosmetik auf alle Fälle. Und die hat mir ganz furchtbar in den Augen gebrannt. Zur Wiederholung, ich reinige meine Haut ja erst mit einem Öl oder einem Balm, um das Make-up runterzunehmen und gehe dann mit einem Reinigungsgel oder einem Schaum oder auf alle Fälle nochmal in den zweiten Step über das Gesicht, um den Rest runterzuholen. Und dafür ist das hier eigentlich gedacht und das möchte ich gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, ich werde euch berichten, ob es in den Augen brennt, weil ich spare die Augen nicht aus, weil ich gehe über das ganze Gesicht. Das möchte ich gerne mal ausprobieren, mal gucken, ob es riecht. Nö, ganz minimal, aber auch nicht seifig oder so, ne? Das ist so ein Seifenstück und ich stelle fest, diese Seifen reichen immer ewig. Ich habe eine Handseife, eine Arztseife, ich weiß nicht, wann die irgendwann mal leer geht. Und da wir da schon mal bei sind, mein festes Shampoo. Ich mache da jetzt im Moment keine Experimente mehr. Ich habe sogar von den Düften her, die haben jetzt auch Mandelduft mit dabei für Geschädigtes und ja, so splissanfälliges und geschädigtes Haar. Und die Kokos und Mandarine Basilikum, also diese Variante sind für normales Haar. Und ich habe die ja ausgetestet und ich bin mit der sehr gut zurechtgekommen. Und Ghoul habe ich aussortiert. Seht ihr im nächsten Aufgebraucht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mir juckte die Kopfhaut, meine Haare flatterten durch die Gegend. Und die habe ich gut vertragen. Die hat bei mir super funktioniert. Und Never Touch a Running System. Also habe ich mir genau die Mandarine mit Basilikumduft nachgeholt. Und die reicht bei mir locker wieder ein halbes, dreiviertel Jahr. Die hat einen sehr angenehmen Duft. Das ist die. Und vom Auftrag her ist es tatsächlich, ich stehe unter der Dusche. Ich habe sie in einer Seifenablage. Da, wo kein Wasser dran kommt. Da habe ich sie dann zum Trocknen. Die trocknet auch gut ab. Und dann gehe ich unter das Wasser, schäume die auf, gehe auch mit dem Stück ein bisschen über die Haare. Und dann merke ich schon so, ah, jetzt habe ich genug Schaum, lege das Seifenstück weg und schamponiere meine Haare. Und das mache ich zweimal. Und ich habe ja von Balea die feste Spülung. Die finde ich auch sehr gut. Und das ist so mein Go-To. Damit komme ich super klar. Ist super für einen Urlaub zu mitnehmen. So, das ist also ein Nachkaufprodukt. Auch ein Nachkaufprodukt sind die beiden Schätzelein. Wo habe ich denn jetzt den dritten hin? Habe ich mir das doch nicht mit hier rüber gelegt? Moment, Leute, ich muss mal gucken. Ich muss mich mal umgucken. Nee, habe ich mir nicht mit hergelegt. Ich hole es mal hin. Ich komme mal zurück auf meinen Full Face Trended Up. Und zwar hatte ich ja da diesen kleinen Monolidschatten und hatte mich gewundert, warum der so hell ist. Weil im, das war ja die 010, spricht eigentlich dafür, dass es das hellste ist. Aber im, das ist der, den habe ich jetzt also nicht neu gekauft, hier. Ich hatte mich gewundert, warum der heller ist, als ich ihn eigentlich bestellt hatte. Und im DM Online-Shop sind die Nummer 10 und die Nummer 20 im Bild vertauscht, weil eigentlich wollte ich nämlich die 20 haben. Die habe ich mir jetzt geholt. Das ist diese. Ich zeige euch im Vergleich dazu nochmal die 10. Die nehmen sich nicht wirklich viel, aber ein kleiner Unterschied ist doch da. Das ist die 10 und das ist die 20. Die ist ein bisschen rosiger. Ich mache den Swatch mal ein bisschen stärker. Seht ihr das? Das ist die 20. Die ist ein bisschen rosiger. Die hätte ein bisschen besser gepasst. Und weil ich schon mal dabei war,
habe ich mir auch noch die 030 geholt. Und das ist diese. Und ich glaube, das ist tatsächlich die für mich schönste Farbe. Das Doofe ist halt, man kann es im Moment nicht wirklich swatchen. Aber ich glaube, das ist die Farbe, die ich häufiger verwenden werde. Das ist die hier oben. Das sind die drei Shades und ich finde die wirklich schön. Und ich habe ja mein Augen-Make-up mit dem Blush gemacht. Und da passt das wirklich als Topper auf dem beweglichen Lid super mit dazu. Also da freue ich mich schon drauf. Das hat mich bei den Produkten von Trend It Up ja wirklich überzeugt und auch überrascht, dieses Blush. Ich liebe dieses Blush, weil das ist drauf und fertig. Und wie gesagt, ich kann es auch in der Lidfalte für ein Tages-Make-up super verwenden. Und das ist auch was man dann gut mit in den Urlaub nehmen kann. Einfach noch so ein Mono mit dazu und zack, fertig. Also wie gesagt, das sind die Swatches, die drei Farben. Und die beiden sind im Online-Shop vertauscht hier. Könnte man drauf kommen, aber man denkt da ja nicht dran, dass das so sein könnte. So, weiter geht die wilde Fahrt. Auch ein Nachkaufprodukt ist das Balea Reinigungsöl. Ich hatte das schon mal. Und ich weiß nicht mehr, wie ich es fand. Also es hatte mich irgendwie nicht so richtig vom Hocker gehauen, aber zwischenzeitlich reinige ich ja, damals war diese Art der Reinigung für mich total neu und alle Leute schwärmen von diesem Reinigungsöl und habe ich gesagt, komm, jetzt packe ich mir das mit ein und teste das einfach nochmal. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Reinigungsöl dem Ende zugeht und ich habe ja auch von Misha das noch da, aber vielleicht stelle ich mir das einfach mal so mit rein, um zu gucken, funktioniert das gut, funktioniert das nicht so gut und wenn es jetzt nicht ganz so gut ist wie mein gutes, dann zumindest für die Tage, wo ich ein leichtes Make-up oder so drauf habe, ne? Denke ich mal. Wir testen das, ich werde berichten. Oh, jetzt habe ich hier den Lidschatten auf meiner schwarzen Jeans, yay. Das kommt auch gut. So, eine Maske habe ich noch, Hydrogel Gesichtsmaske Glowing Moments, die lag da so rum. Ne, ich gedacht so, die gehört hier gar nicht hin. Da, wo sie lag, gehörte sie nicht hin. Befreist sie mal, ne? Nimm sie mal mit, bevor sie sich einsam fühlt. Und das ist wieder so eine zweigeteilte Maske. Und da fand ich ja diese Watermelon so gut. Na, ich gedacht so, vielleicht ist die ja auch so schön, wenn das wieder so eine zweigeteilte Maske ist. Hydrogel Gesichtsmaske Glowing Moments mit Perlenextrakt und Hyaluron. Hyaluron ist ja mittlerweile überall drin. Hyaluron oder, ach nee, ist auch Hyaluron drin. Alverde. Ich hatte von Alverde vor vielen Jahren ein Fixing Spray. Das war in einer grünen Kappe. Das roch gewöhnungsbedürftig, das war aber super. Dann haben die das aus dem Sortiment genommen und brachten ein Fixing Spray mit einer blauen Kappe und haben gesagt, das ist das Gleiche, war es aber nicht. Das hat so furchtbar gestunken und das war die reinste Alkoholbombe. In dem anderen war auch Alkohol und hier ist auch Alkohol mit drin. Ne? Und das ist auch kein Fixing Spray, sondern das ist so ein Gesichtsspray. Ich habe das heute mal auf dem Handrücken, ich habe vorhin schon mal ein bisschen getestet, als da unten noch geschliffen wurde. Und das riecht sehr angenehm. Man riecht auch, dass ein bisschen Alkohol drin ist, aber das verfliegt. Und das schafft ein sehr angenehmes Hautgefühl. Und ich würde das verwenden. Das mache ich nämlich mit diesem Spray, was ich neu habe, auch. Und es hinterlässt so ein gepflegtes Gefühl auf der Haut. So einen leichten, ja, Ölfilm nicht, aber man merkt, es ist durchfeuchtet und sehr angenehm. Und ich würde das unterm Primer verwenden. Erst das Spray drauf, bisschen einwirken lassen oder den Primer drauf und das dann damit quasi einmassieren. Also mir gefällt es vom Hauptgefühl sehr, sehr gut. Ähnlich wie dieses. Und da habe ich ja gedacht, das wäre neu. Nein, das wird ausgelistet. Das gibt es nicht mehr in der Drogerie. Ich habe es jetzt nochmal bei Catrice gibt es das noch online. Ich habe es aber auch bei Cosmetic for Less gefunden. Da habe ich auch gerade noch mal eine Bestellung stehen, die ich noch abschließen will, weil es da auch noch den Essence Peel Off Lack gibt, hier für meine Nägel, den ich mal ausprobieren will. Da habe ich mir zwei reingepackt und von dem Spray habe ich mir auch zwei reingepackt, weil ich es so, so schön finde. Wie gesagt, erster Schritt, wenn ich an meinen Schminktisch gehe, das Spray drauf, dann kommt der Primer, dann kommt das Make-up. Und das gibt auch, das ist mit Aloe Vera,
Matcha-Tee und Panthenol habe ich mir gleich nochmal 2 Flaschen gesichert. Schade, dass das ausgelistet wird. Das ist sehr angenehm auf der Haut. Und vielleicht ist das ja dann auch ein würdiger Ersatz. Also die gefallen mir vom Hautgefühl beide. Das Catrice hatte ich im letzten Haul schon mit drin. Oder in einem der letzten Hauls. So, dann bin ich influenced worden. Und zwar über ein anderes aufgebraucht Video von jemandem, ich weiß aber gar nicht von wem. Ein Enzympeeling-Pulver. Und ich nutze ja seltenst ein mechanisches Peeling, also mit so Peeling-Körnern, sondern ich habe ja mein Enzympeeling von mein AHA von The Ordinary, was ich heiß und innig liebe, was ich einmal in der Woche mache. Und das scheint so was Ähnliches zu sein, was man in einem Pulver anrührt. B-Routine. Vielleicht bringen sie das ja auch nochmal in einer richtigen Verpackung, ohne jetzt so diesen Portionsbeutelkram. Glattes Hautgefühl durch sanfte Peeling-Wirkung für einen Soft-Skin-Effekt. So, Brille haben wir dabei. Vorne kann ich noch lesen, hinten nicht mehr. Die Enzyme aus biotechnologischem Ursprung lösen durch ihre peelende Wirkung abgestorbene Hautschüppchen und überschüssigen Talg besonders schonend. Der Peeling-Effekt wird durch Salicylsäure und natürliche Peeling-Körner aus Vulkangestein unterstützt. Betain und Allantoin sorgen dabei für eine zusätzliche Pflege. Das Resultat ist eine erfrischte Haut mit einem geschmeidig glatten Hautgefühl für einen Soft-Skin-Effekt. 1 bis 2 Mal wöchentlich anwenden. Also ich werde es dann vielleicht in der Mitte der Woche anwenden und am Wochenende mein AHA-Peeling machen. Ich werde euch berichten. Ich kenne es nicht. Ich habe es öfter mal in Aufgebraucht-Videos gesehen und ich gedacht, okay, dann testest du das mal. So, dann haben wir hier noch drinne Lashes von Essence. Die habe ich schon einmal, die habe ich auch schon getragen und die haben mir gut gefallen. Das sind so Wimperngrüppchen, also keine komplette Wimpernreihe, sondern Wimperngrüppchen. Und mir reichen momentan tatsächlich die, das sind 2 Größen, Medium und, naja, also 2 Größen, länger und kürzer. Und mir reichen die kürzeren im Moment tatsächlich, die längeren habe ich neulich auch mal drauf gehabt, da habe ich gedacht so, ein bisschen Fülle. Und ja, da habe ich mir einfach nochmal ein Backup geholt. Und was ich mir auch nochmal geholt habe, ist so eine halbe Wimper, auch von Essence. Die werde ich auch mal testen. Und dazu passend ist heute mit der Post gekommen ein Wimpernglue. Ich habe nämlich, also ein Wimpernkleber, ich habe nämlich nur noch schwarzen. Und das ist hier von Duo einer, habe ich auf Amazon gefunden, und zwar so ein Quickset. Also so ein ganz schneller, den man nicht lange antrocknen lassen muss, sondern so 5 Sekunden und dann kann man die Wimpern aufsetzen und das kommt mir sehr entgegen. Den werde ich mal ausprobieren, vielleicht auch zusammen mit den Wimpern. Vielleicht machen wir es auch mal zusammen. Vielleicht seht ihr es auch so mal irgendwann, wenn ich mal wieder mutig bin. So, dann haben wir hier, ja, das kann ich eigentlich auch gleich nochmal zeigen. Ich habe mir ja das Nachtserum geholt und da habe ich mich jetzt von Mamako wieder mal anfixen lassen. Oder überhaupt, es halten relativ viele in die Kamera von L'Oreal. Das Revitalift Antifalten Nachtserum mit purem Retinol. Ich habe ein Retinoid im Moment von The Ordinary, was ich noch aufbrauchen möchte, was so ein bisschen in eine geringere Prozentsatz, einen geringeren Prozentsatz an Retinol oder diesem Retinoid drin hat. An Retinol muss man sich ja so langsam rantasten und das gefällt mir aber sehr gut und deswegen habe ich gedacht, hole ich mir mal hier das. Das ist nämlich eins der beiden teuren Sachen. Und dann habe ich das zweite teure, ist Lash Cocaine. Ich komme mit meinem aktuellen Wimpernserum von Nutrilash, Nuralash oder irgendwie was. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen nachlässig, aber das wollte ich schon so lange mal ausprobieren. Dann habe ich gesagt, guck mal, ich verdecke hier mal die Lissi. Habe ich gesagt, jetzt nehme ich es mir mal mit. Das steht bei der Pflege, da in der Richtung von Judith Williams. Ich habe davor gestanden, Ewigkeiten, und habe es nicht gefunden. Und dann habe ich mal wieder die Verkäuferin gefragt und die ging mit mir genau zu dem Regal. Und ich so, jetzt stand ich doch davor. Es war nach hinten durchgerutscht, da konnte ich es nicht finden. Und da habe ich gedacht, okay,
jetzt versuchst du das mal, jetzt verwendest du das mal. Nämlich in Verbindung auch mit den Wimpern habe ich gesehen, dass meine Wimpern tatsächlich im Moment nicht mehr so schön lang sind, wie sie mal waren. Sie sind immer noch schön lang im Vergleich zu vielen anderen Wimpern. Ich weiß, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber ich hätte ganz gerne wieder ein bisschen mehr Wawawum in meinen natürlichen Wimpern. So, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und dann habe ich noch ein bisschen Dekoratives. Ist ja nicht so, als hätten wir keine dekorative Kosmetik. Maybelline, The Nudes of New York. Bin ich neulich bei Maxime Giacomo drüber gestolpert. Und zwar soll das ein Dupe zur Natasha Denona Bronze-Palette, zu der Bronze. Wenn es nicht die Bronze ist, blende ich euch ein, welche Palette das ist. Soll das sein? Und er hat auf einem Auge mit der Natasha Denona geschminkt und auf dem anderen mit dieser. Und die Palette von Natasha Denona steht nicht bei mir an oberster Stelle. Und ich bin im Moment so ein bisschen auf dem Nude-Trip. Nude-Trip. Und habe gedacht, komm, dann versuchst du das mal, um zu gucken, gefällt dir das überhaupt? Und ja, deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Wir werden es sehen. Eine Lidschattenpalette, an der bin ich nicht vorbeigekommen. Die habe ich ja schon mal geswatcht. Ist von Essence, The Rose Edition. Und ja, es sind meine Farben. Ich mag das total hier, diese Farben. Ne? Und dann das dazu mit. Habe ich heute... Nee, ich habe heute in mein müdes Dutzend gegriffen für diesen Look. Der ist fast ausschließlich damit entstanden. Ich habe dann nachher nur ein bisschen von dem Trended Up Lidschatten, von dem dunkelsten bisschen was noch drüber gegeben. Das darunter ist mein Creme Lidschatten und die werde ich demnächst mal ausprobieren. Die hat mir von der Pigmentierung her echt gut gefallen. Ich nehme mal hier diese drei Farben. Bisschen ausstreichen. Und das sind die drei Farben. Also das Rosa hat sich jetzt eingeblendet, das verstärke ich mal noch ein bisschen und für einen Alltagslook vollkommen ausreichend. Das sind schöne Farben, die gefallen mir echt gut. Das kommt zu meinen grünen Augen besonders schön. Wir werden sehen. Dann Catrice Highlighter, ne? Sind ja oftmals Glitzerbomben, aber ich habe jetzt so häufig gesehen, dass jemand diesen More Than Glow Highlighter in die Kamera gehalten hat. Und ich habe hier diesen mittleren Ton, das ist so ein Champagnerton, Supreme Rosa Beam 020. Die anderen waren nämlich so ein dunkleres, also ein warmes Gold und ein kaltes Gold. Und ich glaube, zu meinem kühlen Unterton passt so ein, ich habe jetzt natürlich noch die Farben dran, das ist der Highlighter, so ein Champagner-Highlighter. Ich streiche den mal ein bisschen aus. Ganz gut, hier habe ich ihn. Hier habe ich ihn einmal dazwischen gesetzt und dann habe ich ihn hier. Ich trage ihn heute tatsächlich auch gleich. Den habe ich schon mal ausprobiert. Ja, den werde ich mal weiter austesten, ob er die Textur großartig betont. Ich habe ihn nur ganz sanft aufgetupft, so von wegen, sicher ist sicher, ne? Nicht übertreiben. Und was ich auf den Wangen heute auch trage, ist von Judith Williams Natural Blush und das ist ein Creme Blush. Hier, ne, die weiße Verpackung, Judith. Und das ist der Creme Blush und den habe ich mir über mein fertiges Make-up, also ich war ja schon geschminkt, als wir los sind. Und als wir zurückkamen, habe ich mir den, ich habe jetzt meinen Blush Couture von Artico aus meinem müden Dutzend drauf. Und habe den nochmal wie so ein Pop of Color mit einem Stippling Brush drauf getupft. Ganz vorsichtig, weil der ist gut pigmentiert. Und der hat mir nochmal so eine Frische ins Gesicht gezaubert, die mir sehr gut gefallen hat. Auch von der Farbauswahl. Ich trage nur heute Pink, aber es passt trotzdem dazu. Ich hoffe, man sieht jetzt noch was davon. Ich sehe im Display nämlich nicht so wahnsinnig viel, vor allen Dingen, weil ich keine Brille auf habe. Aber das war ein schöner, wie gesagt, das ist ein creamy Ton. Ich mache das mal sauber. Vor allen Dingen auch meine Finger. Irgendwie trocken kriegen. Das ist sehr cremig. Und man kann den, ich nehme nochmal neu auf. Ne? Das ist so ein Korall, der zaubert einfach Frische ins Gesicht. Und der funktioniert. Ich habe heute
die Even Better Foundation, das Clinique-Puder drüber, Bronzer drüber, Blush drüber und dann bin ich nochmal quasi mit dem draufgegangen. Und es hat gut funktioniert. Also mit einem Stippling-Brush ein bisschen nur so, also nicht gerieben, sondern so ein bisschen draufgetupft. Schön, der gefällt mir echt gut. Warum habe ich mir den nicht schon längst geholt? Warum? Man weiß es nicht. Und da ich schon mal bei Judith Williams stand, habe ich mir auch gleich nochmal fürs Backup so einen Pinsel mitgenommen, so einen zweiseitigen. 6,99. Und ich liebe den. Ich liebe den. Ich arbeite momentan fast ausschließlich mit dem. Und ich vermisse mein It Cosmetics Heavenly Luxe Number 7 überhaupt nicht. Der hat ja, wenn ihr euch erinnert, den habe ich ja aussortiert, weil er das Haaren kriegte. Der war ja wie in Wechseljahren. Und den habe ich jetzt auch schon ziemlich lange. Und wie gesagt, selbst wenn er irgendwann mal anfängt zu haaren, so was, 6,99. Und mittlerweile komme ich auch mit dieser Seite sehr gut klar, indem ich nämlich einfach meinen Concealer auftupfe und mit dem dann das gut verblendet bekomme. Ich habe heute Morgen übrigens in meinem müden Dutzend, habe ich ja von Charlotte Tilbury den drin und der ist schon zickig, was das Verblenden angeht. Und ich gebe einfach ein bisschen von dem Charlotte Tilbury, ein bisschen von dem Judith Williams Concealer drauf und vermische die beiden und dann lässt sich das super ausblenden. Trage ich heute auch, gibt ein schönes natürliches Finish. Und ich hatte heute Morgen, als ich mich geschminkt habe, habe ich gesehen, dass mein Judith Williams Concealer leer geht. Ich kann tatsächlich, wenn ich oben reingucke, schon den Boden erkennen. Ich habe mich nämlich gewundert, warum so wenig aufs Gesicht kam. Er neigt sich dem Ende zu und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir einen neuen mitbringe, bin dann aber eisern geblieben, weil ich habe noch Concealer in einer ähnlichen Textur, die ich erstmal aufbrauchen möchte. Also ich kaufe nicht sinnlos, ne? Aber wie gesagt, der Pinsel ist auch ein Nachkaufprodukt. Auch ein Nachkaufprodukt ist, da habe ich mich neulich vergriffen, Butnikowski von L'Oreal Age Perfect. Und zwar habe ich die Taupe Grey und die andere ist, Taupe Grey und die andere Farbe, ja, ist auch irgendwas mit Grey, aber die hat noch so einen leicht bräunlichen Touch und die andere geht ins Schiefer Anthrazitgrau. Ich blende euch ein, wie die andere Farbe heißt und da habe ich mich vergriffen. Ich wollte die und habe die andere erwischt. Naja. So, dann bin ich... Nee, das noch nicht. Dann ist mein Elf Lippenscrub ja leer gegangen. Und ich habe gesehen, Trended Up hat auch so in Lippenstiftform. Ich komme mit den Balsam-Lippenscrubs nicht so ganz klar. Und jetzt kann ich den nur austesten. So richtig was an Scrub merke ich gerade nicht. Aber vielleicht muss ich auch ein bisschen was abtragen. Nee. Naja. Ja, ein bisschen. Jetzt kommt was. Da sind ein bisschen festere Körner drin. Ja. Das war nämlich in dem... von Elf auch, da sind so wie feste Körner drinnen, ne? Die verteilen sich nicht über der Lippe, sondern die sind so in dem Lippenstift drinne und dadurch könnt ihr die Lippen gut peelen. Und jetzt habe ich so ein ganz leichtes. Ja, mal gucken. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Dann habe ich mir noch zwei Lippenprodukte mitgenommen und zwar Powerful Glossy Lip Oil. Und zwar ist das so ein durchsichtiges, aber leicht pinkiges. Und ich hatte vorhin von BH Cosmetics, bevor wir Kaffee getrunken haben, einen Lippenstift drunter. Und ich wollte jetzt eigentlich zusammen mit euch den nochmal ausprobieren. Aber dazu müsste ich den Lippenstift holen. Und ich komme hier gerade aus meinem Setup nicht so gut weg. Vielleicht haben wir aber nochmal hier einen mit drin. Deswegen lege ich das erstmal zur Seite. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, ich hatte so einen Superstay von Maybelline schon mal. Und die waren sehr dunkel und Liquid Lipstick ist ja nicht so ganz mein Cup of Tea.
Aber die werden so in den Himmel gelobt, die Dinger, dass ich gedacht habe, ich hole mir jetzt noch mal einen. Und am meisten wird dann genannt die 65. Das ist so ein Seductress, heißt der richtig, wenn ich das jetzt gerade richtig entziffert habe auf die Entfernung. Seductress 65. Und das soll so ein schöner Nude-Ton sein. Und ich habe den vorhin auch schon mal geswatcht. Und der ist wirklich sehr creamy. Und es ist, glaube ich, wirklich ein schöner Nude-Ton. Ich werde es mal ausprobieren, ob ich damit klarkomme. Mit den dunklen Tönen hatte ich so meine Schwierigkeiten, aber vielleicht komme ich mit so einem nudigen, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte ich ein Problem damit, wie sie sich über den Tag abtrugen. Und wenn ihr so einen sehr dunklen Lippenstift tragt und dann die Lippenfarbe durchkommt, sieht das nicht ganz so schön aus. Aber bei so einem Nude könnte das ganz gut funktionieren. Der gefällt mir von der Farbe her tatsächlich ganz gut. Den werden wir demnächst mal in dem Video ausprobieren. Und das ist mein DM-Einkauf. Ja, das war alles von DM. Ich habe aber noch mal so ein bisschen was. Ich werde mal hier den Lippenstift abnehmen, bevor ich mich einmatsche. Ich habe nämlich noch ein bisschen was anderes geshoppt. Also das von Douglas habe ich euch gezeigt. Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Heute eingetroffen ist meine Augenbrauen- und Wimpernfarbe von Basler. Und zwar habe ich hier so ein Black, Blau-Schwarz. Ich möchte es nämlich mal ausprobieren, meine Wimpern zu färben. Ich habe das neulich bei Make-up-Coach gesehen und habe gedacht, so ja, wenn du mal nicht geschminkt hast, die Augen. Und ich habe immer gedacht, das muss man beim Friseur machen. Aber der Make-up-Coach, also Michaela Konrads, hat da echt mal so ein Ding gezeigt, wo ich sage, so ja, kann ich mir vorstellen, dass das damit funktionieren könnte. Was ihr aber zu dieser Farbe auf alle Fälle mit dazu braucht, ist so eine Entwicklerbasis, also so ein Liquid, so ein Oxidant. Das kommt halt mit dazu. Nicht nur die Farbe kaufen, sondern ihr braucht auch so eine Entwickleremulsion. Und die beiden sollen miteinander funktionieren. Das ist von Refectocil. Ist das richtig ausgesprochen? Refectocil? Ich würde mal Refectokill sagen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Schädlingsbekämpfung. So hat mich mein Beruf geprägt. Und die gibt es nirgendwo mehr. Die ist ständig ausverkauft, aber das beides soll auch miteinander funktionieren. Und dann werde ich das mal ausprobieren demnächst und werde euch berichten. So, und dann habe ich hier noch eine Bestellung, bevor wir dann zu was anderem kommen. Ihr hattet mir ja empfohlen, bei der Serie zu der bei der Serie zu den Mineral Foundations ist der Name Barbour häufiger gefallen. Ich soll die doch mal ausprobieren. Nun hatte Barbour, ich glaube, 50% Rabatt. Und dann habe ich dann, das war ein Tipp von euch, vielen Dank dafür, habe ich mir quasi die Mineral Foundation von Barbour geholt. Ich hatte sie auch schon einmal auf. Ich habe sie noch nicht getragen. Ich habe nur einmal geluschert. Sieht schick aus, ne? Also so typisch Barbour verpackt. Und hast so ein Puderquästchen hier drauf und ich habe den Aufkleber noch drauf, ja, so ein Salzstreuer quasi, aber dadurch, dass dann die Puderquaste drauf liegt, fliegt euch das dann auch nicht im Deckel rum. Ich hatte schon mal das an der Seite aufgemacht, aber das möchte ich jetzt nicht machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann daneben geht. Und ja, und wie ich dann so halt bin, ne, um den kostenlosen Versand zu bekommen, packt man einfach nochmal ein paar Produkte mit dazu. Ich glaube, die war als Probe mit dabei, die Hydro Plus ist ja immer eine Bank. Und dann gab es noch einen Enzymcleanser, so eine Duo-Probe für einen Reiniger mit dazu. Was haben wir hier noch? Skinovage, Moisturizing Eye Cream. Eye Cream ist immer gut, auch so eine Probe. Und dann habe ich mir noch Lippenprodukte mit dazu geholt. Einfach mal, um das zu testen. Und Lippenstifte können wir alle nicht genug haben. Und dazu gab es dann noch so eine Neopremtasche im Aktionsangebot mit dazu. Und ich habe gedacht, ja komm, nimmst du mit, ne? So, was haben wir denn hier? Lippenstifte. Und zwar ich wollte mal die unterschiedlichen Finishes testen. Ein Matte Lip Color 11 in Rosy Red. Guck mal, die sind traumhaft schön. Das ist mal was ganz anderes, ne? Hier mit dem, da muss man aber dran ziehen. Rosy Red, das würde heute ganz gut passen. Das ist so ein
pinkiger Rosenholzton. Der würde wirklich heute gut zu meinem Outfit passen. Ach, guck mal, den können wir doch mal testen mit dem... Komm, das machen wir jetzt mal. Den hauen wir jetzt mal drauf. Huh. Ich habe den noch nicht getragen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Pflege von dem Lippenscrub drauf. Dadurch ist der Lippenstift-Auftrag jetzt nicht ganz so satt, wie er wahrscheinlich sein soll. Und ich habe wieder so voll die trockenen Stellen hier im Mundwinkel. Trägt sich sehr angenehm auf. Wie gesagt, achtet nicht drauf, ich habe keinen Lippenpinsel, aber es läuft nicht aus. Nicht cremig, ist ein bisschen wachsig, also schon cremig, aber nicht so, dass es euch so über die Lippe rutscht. Ne? Vergleichbar mit den MAC und mit den Urban Decay Lippenstiften von der Konsistenz her. Und jetzt gehen wir mal mit diesem Öl hier drüber. Jetzt sieht man den Effekt nicht ganz so stark. Ich hatte vorhin sehr rosa Farben, also so ein helleres Rosa als Lippenfarbe drauf und dann sah man das noch ein bisschen stärker. Die passen gut zusammen. Und das ist nicht wie ein Lipgloss, es ist eher ölig, öliger. An der eigenen Spucke verschluckt. Zieht keine Fäden, ist sehr angenehm auf der Lippe. Ich trage das ja im Moment echt total gerne. Also das war der eine Lippenstift. Dann haben wir hier Creamy Lip Color. Der ist wahrscheinlich dann auch rutschiger auf der Lippe. Und zwar haben wir jetzt hier die 04 Nude Rose. Auch wieder die gleiche Verpackung. Der ist ein bisschen mehr Rosenholz. Diese Farbe. Dieser Pink-Einschlag ist nicht dabei. Und der rutscht tatsächlich stärker über die... Der ist nicht so wachsig. Ich kann sowas schlecht beschreiben. Und dann haben wir noch einen. Und das ist auch ein Creamy Lip Color. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Die 01 Nude Pink. Gucken wir mal, was das ist. Das, ja, Nude. Aber Pink ist da ganz weit weg. Aber im Vergleich zu dem anderen, ja. Das ist jetzt dieser hier. Schöne, alltagstaugliche Lippenfarben, finde ich. Und das kann ich halt dann auch ganz gut, wenn ich mal so ein bisschen... Da kann ich mir halt auch die Essence-Lidschattenpalette gut dazu vorstellen als Look. Und dann habe ich hier noch ein Lips and Eye Primer. Ah, okay, das ist kein Lippenprodukt. Ja, doch schon, aber ich teste gerade mal so ein paar... gerade Eye Primer, Lippen, weiß ich jetzt nicht, aber das ist so eine Base für die fürs Augen-Make-up. Ne, wenn man das verstreicht, hat einen leicht gelblichen Einschlag. Und dann ist das quasi die Base für Lidschatten. Dann, um das Augenlid ein bisschen einzuebnen, wenn ihr ein unruhiges Augenlid habt, wenn da ein bisschen Äderchen durchscheinen oder so, dass ihr eine einheitliche Base habt, wo ihr dann den Lidschatten auftragen könnt. Okay, das war jetzt meine Barbour-Bestellung. Die gefallen mir echt gut, die Lippenstifte. Das ist so mein Beuteschema. Und jetzt voll die Überraschung heute. Ich dachte so, da klingelte dann der dritte Paketdienst. Ich dachte so, was ist denn heute los hier bei uns? Ne? Kam dieses Päckchen und ich dachte so, hast du doch gar nicht bestellt. Und dann steht da von... Depot von Douglas. Und ich gedacht so, das ist doch kein Douglas-Karton. Kam von Douglas. Und dann ist ein handgeschriebenes Kärtchen dabei. Hier. Ein handgeschriebenes Kärtchen. Da habe ich mir schon eine Notiz drauf gemacht. Und dann steht dann da, liebe Alexandra, herzlichen Glückwunsch. Du hast am Buxom and Douglas Live Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen.
Wir wünschen viel Spaß. Dein Douglas Live Team. Und tatsächlich habe ich neulich abends, ich gucke gerne mal bei Douglas so vorbei, und dann hatten sie ein Live über Buxom. Das ist eine Kosmetikmarke aus den USA, die jetzt bei Douglas verfügbar ist. Ich habe neulich auch bei Mamako zufällig ein Video über Buxom gesehen. Ich kannte die Marke vorher nicht. Auf jeden Fall hatten sie ein Live. Und ich hatte eine Bestellung drin, in meinem Warenkörbchen. Und ich glaube, es waren tatsächlich hier diese beiden Produkte. Eigentlich war noch ein drittes mit dabei, aber das habe ich dann wieder rausgenommen. Die hatte ich ohnehin in meinem Warenkorb. Und dann hieß es so von wegen, in dem Live-Chat gab es einen Gewinncode. Und jede Bestellung ab 49 Euro Bestellwert nimmt, wenn sie diesen Gewinncode mit angibt, an dieser Buxom-Bestellung mit bei. Und dann habe ich erst noch so gedacht, so ganz legal ist das doch aber eigentlich nicht. Ich darf ja kein Gewinnspiel mit einem Kauf verknüpfen. Ich kann ja nicht sagen, nur die, die kaufen, nehmen an dem Gewinnspiel teil. Das ist in Deutschland meines Erachtens nicht erlaubt. Also um ein Gewinnspiel an einen Kauf zu knüpfen. Habe ich gedacht, egal. Schließt du heute die Bestellung ab, statt morgen, und gibst mal diesen Code mit an. Und Leute, ich habe gewonnen. Ich, die sonst immer die Nieten an der Losbude rauszieht. Jeder, der hinter mir steht, freut sich, wenn ich an der Losbude bin und Lose ziehe, weil ich ziehe die Nieten raus. Und ich habe das mal durchgerechnet und ich komme auf einen Wert von bummelig 139 Euro. Also 139,39, so roundabout, also 140 Euro. Irre. Es ist sehr lippenlastig. Ich hätte mich gefreut, wenn vielleicht nochmal ein Lidschattenprodukt mit drin gewesen wäre. Ich hatte natürlich auch bei Douglas nach dieser Marke geguckt. Die haben im Moment nicht so wahnsinnig viele Produkte online. Die sind wohl bekannt für ihre Lippenprodukte, aber sie haben auch zwei Lidschattenpaletten dabei und Einzellidschatten. Und es hätte ja gar nicht so eine Lidschattenpalette sein müssen, die kosten 44 Euro. Aber ich hätte gern Lidschatten dabei gehabt, weil es ist nämlich neben den ganzen Lippenprodukten auch ein Puderprodukt, ein Tonprodukt, Wanderlust, Glow Highlighter, Illuminator, Eclat von Buxom. Na logisch, ich muss jetzt nicht mehr Buxom mit dazu sagen. Und das steht da als Blush und Highlighter. Das ist das Teilchen. Ich habe die nur einmal kurz geswatcht. Und das ist das Highlight. Ich würde mal sagen Erwachsenen-Highlight. Also es ist nichts, was einen anspringt. Ich hoffe nicht, dass es die Struktur der Haut betont. Die Farbe könnte ganz gut passen. Hat so einen ganz leichten Rosi-Einschlag. So einen Nude-Rosa-Einschlag. Und das Teilchen kostet 21 Euro. Das war auch das Erste, was ich recherchiert habe. Ich gedacht so, oh, das wird ja hier lustig. Dann haben wir dabei eine Mascara, Extrovert Mascara. Und ich glaube, das ist auch die, die Mamako gezeigt hatte in ihrem Video. Das habe ich noch nicht aufgehabt. Die kostet, wenn man sie kauft, 20 Euro. Jetzt mache ich die Verpackung kaputt. Nee, da auf der anderen Seite geht es besser. Das ist die Mascara. Unspektakuläres Verpackung. Die habe ich noch nicht aufgehabt. Ist ein dickes Bürstchen, was in sich nochmal gecurlt ist. Und Mamako war damit ganz begeistert. Die Kommentare waren zwiegespalten. Es ist eine Art Bürstchen, wie ich sie eigentlich nicht so gerne mag. Wir werden das testen. Geschenkten Gaul guckst du nicht ins Maul, ne? Dann haben wir hier einen Lip Pencil in Dolly Danger. Der Hund meiner Oma hieß Dolly. War ein Pudel, ein Zwergpudel? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war die bulimisch. Der Hund war definitiv überzüchtet. Okay, wir haben hier einen Lippenpencil. Das ist eine schöne Farbe, wie sie in mein Beuteschema passt. So ein Rosewood, da kannst du nichts mit falsch machen. Und hier, ach gucke mal, da ist so ein Ding. Damit kannst du den ausblenden oder in die Lippe blenden oder was auch immer du da blenden willst. So ein Schaumstoffding. Wahrscheinlich kannst du das dann damit über die Lippe packen.
Kostet 18 Euro. Das ist etwa so der Mettpreis, ne? Dann haben wir hier Full On Plumping Lip Cream. Das ist auch etwas, was Mamako in ihrem Video getestet hat. White Russian. Und zwar, warte mal, dies werde ich wahrscheinlich, nee, das ist eine andere Farbe. Haben die einen Plumping-Effekt mit drin? Das heißt, sie pritzeln wahrscheinlich. Schätzelein geht nicht auf. Ah, jetzt. Flupp. Haben wohl einen Plumping-Effekt. Oh, das ist ein... Oh, es gibt von... Dior. Oh Gott, jetzt fällt mir die Marke nicht ein. Immer wieder sehe ich diesen Lipgloss. Und immer wieder überlege ich, ob ich mir hole. Der hat auch etwa so diese Farbe. Also das ist keine deckende Farbe, wie man vielleicht vermuten könnte. Es pritzelt ein bisschen. Das merke ich sogar hier auf der Haut. Es hat einen sehr starken Schein. Plumping Lip Cream. Wie gesagt, kostet 18 Euro. Dann haben wir hier noch ein Plumping Lipstick in der Farbe Dolly Dreamer. Das war White Russian. Jetzt haben wir Dolly Dreamer. Das ist die Farbe. Ich finde die Farbauswahl gelungen, weil das passt zu mir. Es ist ja nichts doofer, wenn du was gewinnst und es passt nicht zu dir. Und das muss ich jetzt hier mit Gewalt dran. Nee, geht. Weil oben ist es versiegelt. Das ist der Lippenstift. Huhu. Und ich sag noch, ne? Sehr dunkel. Wow. Voll creamy. Das ist die Farbe. Ich glaube, die kann ich gut tragen, auch wenn sie dunkler ist. Und da gehen wir jetzt mal mit White Russian rüber. Nee, das ist die Mascara. Jetzt komme ich hier schon durcheinander. Was ist denn White Russian? Da. Ja, okay, das setzt sich jetzt nicht großartig ab. Es macht es halt nur leuchtender. Also hier habe ich einen Teil, habe ich damit eingestrichen. Ich will mir das hier nicht kontaminieren. So. Wieder hinein damit. Und dann, wie gesagt, sehr lippenlastig. Dann haben wir hier ein Plumping Lip Polish in der Farbe Dolly. Der Pudel war übrigens aprikofarben. Das ist nicht ihre Farbe. White Russian würde zu, das würde vielleicht zu Dolly gepasst haben. So, das habe ich ein bisschen leichter aufgekriegt. Ja, das ist sheer. Aber sehr sticky, würde ich jetzt mal sagen. Das ist hier, dieser Ton. Neben White Russian, dieser hier. Was da jetzt der Unterschied ist, der ist ein bisschen schierer. Wir werden es auf den Lippen sehen, wir werden das austesten. Kostet auch 17,99 und dann habe ich hier noch so ein, das habe ich jetzt auf der Seite bei Douglas nicht gefunden, das ist so ein Sonderpaket und zwar Mini Plumping Lip Polish in der Farbe Sophia und eine Full Size Lip, Plumping Lip Cream in der Farbe Mood Slide. M-U-D, Slide. Also wie gesagt, die, die volle Größe Mood Slide. Das ist wieder so eine Plumping Cream. Das ist auch eine schöne Farbe für den Sommer. So ein leichter Korallton. Hier.
Obwohl, im Sommer trage ich sowas eher seltener, weil mir das dann so in den Haaren klebt. Und dann, das ist wieder so ein schierer Ton, den werdet ihr im Swatch kaum sehen. Der hat so einen mauvigen Ton. Das ist dieser hier. Habe ich mich extrem drüber gefreut. Also, wie gesagt, ich hätte gerne noch einen Lidschatten vielleicht dazu gehabt, statt, also man hätte vielleicht jetzt das weglassen können, weil solche Produkte habe ich ja jetzt schon dabei gehabt und stattdessen vielleicht nochmal einen Lidschatten mit reinpacken können. Die Lidschatten, die haben so ein Klicksystem, die man sich selber zusammenstellen kann. Also, sie haben eine Leerpalette, glaube ich, für 6 Shades. Ich glaube, jetzt ist meine Speicherkarte zu Ende. Aber guck da gerne mal bei Douglas auf die Seite, also glaube ich 6 Shades und dann nochmal für Single-Lidschatten. Und bevor jetzt hier meine Kamera ausgeht, sage ich an dieser Stelle Tschüss, das war mein Einkauf. Eigentlich sollte es nur der DM-Einkauf werden, aber dann kamen die Paketboten dazwischen, ne? Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Wir werden die Produkte demnächst immer mal wieder so mit einbauen in die Schminkis. Und ja, bleibt gesund und bis bald auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.